Vor 4 Tagen haben wir die 1 Million Abonnenten-Marke auf YouTube geknackt. Seit nun fast 10 Jahren erstelle ich Videos zu meinem Lieblingsspiel Minecraft, welches meine komplette Leidenschaft geworden ist und ich euch so dankbar bin, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet habt. Dementsprechend habe ich etwas ziemlich Großes vorbereitet. Es wurde mein besonderster Livestream, den ich jemals gestartet habe. Ich bin an meine komplette Grenze gegangen. Ohne Schlaf, 34 Stunden lang, 1 Million Abonnenten oder besser gesagt Blöcke. Was werden wir machen? Ich bin ja gerade in einem 24-Stunden-Livestream. Wir wollen die 1 Million Abonnenten knacken. Läuft gut. Wir müssen in einem 24-Stunden-Stream auch eine Menge Content haben. Wir gehen in den Singleplayer. So wie wir das vielleicht damals vor ein paar Jahren auch mal gemacht haben. Das allererste Mal, als mein Minecraft geleckt hatte und ich dementsprechend zu dem damals neuen 1.13-Update die Welt mir ein bisschen angucken wollte und somit irgendwie alles ein bisschen gestartet habe und mein ganzer YouTube-Kanal in eine komplett neue Ära mitbewegt wurde. Wir nennen die Welt simpel 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 Million. 1 freaking Million. Kein Custom Seed. Na, nur damit ihr es halt mal gesehen habt. Alles soweit richtig. Wir erstellen eine neue Welt. Und ich habe gerade schon eine Sache angedeutet. Vielleicht könnt ihr euch an eine Zeit erinnern, in der, sage ich mal, ich irgendwann, weil mein Internet zu schlecht war, dass ich einfach in der 1.13 Minecraft getestet habe im Singleplayer und einfach mal was Neues ausprobieren wollte. Was die Konsequenz daraus war, ist mehr oder weniger, dass wir Jahre später tatsächlich hier sind und kurz vor den 1 Million Abonnenten stehen. Und ich habe damals in diesem Versuch, das allererste Mal in der neuen Version, in 1.13 damals, Minecraft durchgespielt, ohne eine bestimmte Sache. Mit einer Einschränkung. Und damit ging irgendwie alles so ein bisschen los. Und zwar haben wir damals Minecraft durchgespielt ohne Crafting Table. Und das wird heute unter anderem uns auch wieder hier begleiten. Wir werden heute auch Minecraft ohne Crafting Table spielen. Das einzige, was wir heute benutzen dürfen, ist ganz oldschool klassisch das 2x2 Crafting Feld. Aber ich sag euch auch noch eine andere Sache. Wir werden heute nicht versuchen, den Enderdrachen zu besiegen, sondern ich werde mich mit euch gemeinsam in diesem 24-Stunden-Livestream, der wahrscheinlich noch länger als 24 Stunden gehen wird, werde ich mich hier heute hinsetzen, eventuell den extremsten Grind meines Lebens haben, und zwar in einer Session. Wir werden passend zu den 1 Million Abonnenten diese Koordinaten, ohne den Nether dabei zu abusen und über den Nether zu traveln, auf 1 Million bringen. Wir werden 1 Million Blöcke laufen, und zwar für jeden einzelnen Abonnenten. Werden wir einen Block durch diese Welt laufen, aber haben zusätzlich nicht die Möglichkeit, auf ein Crafting Table zurückzugreifen. Das bedeutet, ich werde heute eine etwas längere Zeit hier drin sitzen. Ich möchte euch mal ganz kurz nur mal einen Referenzwert sagen. Für Leute, die by the way nicht so richtig einschätzen können. Okay, warte mal. Das geht doch eigentlich. Also, das ist doch gar nicht so kompliziert. Ihr kennt euch ja vielleicht nochmal aus mit unseren Deathruns. In einem Deathrun war das beispielsweise so. Wir haben mal einen 4-Stunden-Deathrun gemacht. Und der Gewinner mit der weitesten Distanz hatte 80.000 Blöcke nach 4 Stunden. Das ist ein Zwölftel von dem, was wir schaffen wollen. Das bedeutet, wir haben etwas sehr, sehr Besonderes vor. Es gibt natürlich Möglichkeiten. Und darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie wir das Ganze hinbekommen können. Wir dürfen zwar nicht craften, aber wir dürfen dieses 2x2-Crafting-Feld benutzen. Das heißt, da wir auch schon mal eine 1.13 damals Minecraft durchgespielt haben, sind wir in der Lage, Minecraft durchzuspielen. Was bringen wir uns Minecraft durchspielen? Wir kommen irgendwie ins End und können irgendwie auf eine Elytra auch zurückgreifen. Aber wisst ihr nur, was das kleine Problem an der Sache ist? Ja, also die geht halt kaputt und dann reparieren wir die. Ist halt nur die Frage, wie. Ja, da gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, die mit sehr viel Glück zu tun hat. Und ich spoilere jetzt schon ein bisschen krass rein. Es ist so bescheuert. Wir brauchen ein Amboss. Und die einzige Möglichkeit, einen Amboss zu bekommen, natürlich gespawnt, ohne dass wir craften, in einem 3x3-Feld, ist über eine Mansion. Ihr versteht so langsam. Wir brauchen eine Woodland Mansion mit einem Anvil-Raum. Es gibt da so einen Schmiedenraum. Und dann bräuchten wir dazu nochmal ein Mending-Buch. Das müssten wir am besten auch nochmal irgendwo in der Pyramide gefunden haben. Können wir aber rein theoretisch auch uns ertraden. Auf jeden Fall haben wir eine Menge Möglichkeiten, weil selbst wenn wir eine Elytra haben sollten, dann ist das ein ultimativ krasser Grind. Und ich möchte euch nur mal ganz kurz erklären, das wird sehr, sehr lange dauern. Es wird interessant sein. Ich werde die ganze Nacht wach bleiben, laufen, hasseln, und ich möchte diesen Counter dort oben auf die 1 Million bekommen, genauso wie ich irgendeine Koordinate, lass es die X- oder die Z-Koordinate sein, auf ebenfalls 1 Million. Es ist mir sowas von egal. Ich werde diese Nacht heute durchmachen, um euch zu zeigen, dass ich auf jeden Fall wahre Dedication in diesem Spiel habe und ich euch mit vollster Überzeugung zeigen möchte, dass ich bereit bin für die 1 Million Abonnenten, denn ich habe auch die vollste Überzeugung, diese eine Aufgabe zu schaffen. Das Problem ist halt, dass dieser 24-Stunden-Livestream schon seit 6 Stunden geht und ich eigentlich schon um 15 Uhr anfangen wollte damit, und jetzt ist es 21.37 Uhr und ich fange jetzt erst
an. Das ist so komplett bescheuert und vollkommen dämlich vom Time. Als allererstes ist euch vielleicht klar, dadurch, dass wir kein Essen uns craften können, also keine Brote aus Weizen und so, sind wir auch erstmal richtig krass am Hasseln, wenn es darum geht, an Essen ranzukommen. Und es wäre richtig geil, wenn wir einen Ofen hätten. Einen Ofen kriegen wir über eine Schmiede. Perfekt, gibt es hier nicht. Super. Aber wir können, und das ist ja auch sehr gut, wie damals in 1.13, wir können uns auf jeden Fall über Schiffwracks auch Emeralds ranholen. Mit diesen Emeralds können wir auf jeden Fall auch traden. Und solche Dinger hier, ja, wie den Lectern, den nehmen wir auch gerne nochmal dankend mit. Auf jeden Fall, ich finde es auch sehr, sehr cool. Ich liebe das halt, in Challenges abhängig davon zu sein, was in Kisten ist, was wir ranholen. Und das war damals bei der allerersten Challenge, bei der No Crafting Table Challenge, genau das, was mich damals in diesen Bann gerissen hat. Das war für mich das Krasse, bei dem ich dachte, holy, das macht so Bock, weil jede kleine Kiste war so entscheidend für den weiteren Verlauf. Es war so wichtig, was wir für Trades bekommen haben, was wir in den Kisten hatten und so weiter. Und wir werden natürlich auch passenderweise, da wir die Zickzack goldene 1 Million Cosmetic Edition tragen, keine roten Betten mehr aktuell haben, sondern goldene. Leute, habt ihr Bock, mit mir gemeinsam eine absolut unvergessliche Reise in Minecraft zu erleben? Wir werden Up and Downs haben, wir werden eine lange Zeit auf diesem verdammten Seed chillen, wir werden so viel heute laufen. Ich habe sowas von Bock, mit euch gemeinsam Minecraft zu spielen und verrückte Sachen anzustellen. Es wird geil, es wird wirklich for real, richtig sick. Ich habe so Bock darauf, aber wir müssen jetzt erstmal am Anfang Minecraft durchspielen. Jetzt einfach drauf loslaufen, wäre dumm. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir auf unser Leben klarkommen und erstmal Step by Step die Basics abklappern. Wir müssen natürlich Minecraft durchspielen, können wir ohne Probleme machen. Enderperlen wie auch Blaze Rods sind kein Problem für uns. Oh, Le Monsieur Smoker. Das gefällt mir. Wir können uns zwar gerade aktuell keine Tools craften, aber ich kann auch mit meiner leidenschaftlichen Faust alles und jeden auseinandernehmen. Dass wir hier direkt Bücher haben, auch sehr, sehr, sehr gut. Und Schiffwracks, Ocean Traveling, das wird alles für uns sehr, sehr entscheidend sein. Für Tools und für Armor können wir auf jeden Fall auch mit Villagern traden. Wir dürfen aber nicht vergessen, wenn wir halt wirklich uns eine Elytra holen wollen, dann sind wir auch irgendwann in den End-Cities. Und in End-Cities, Leute, wisst ihr ja, da gibt es halt so viel Dia-Rüstung. Und der Call gerade, den ich lese, ist auch sehr, sehr gut. Weizenblöcke, Heuballen können wir natürlich nicht zu Broten verkraften, aber wir können den Stuff benutzen, um am Ende zu traden mit einem Farmer. Der hat nämlich einen Weizen-Trade und es ist halt zu einfach. Bruder, du gibst dir direkt die richtigen. Und wir haben direkt unser Essen. Let's freaking go. Erst einmal Minecraft durchspielen. Und dann mit dem, ja, Stuff, der dazukommt, mal weitersehen. Es stellt sich aber jetzt immer noch die Frage, in welche Richtung wir traveln. Wir müssen eigentlich. Es gibt nur eine Sache für uns. Das Z. Das begleitet uns schon so lange. Es gibt für uns nur eine einzige Richtung. Und zwar die, die Z ins Positive bringt. Und das ist der gute alte Süden. Und ich sag, einfach ab in den Süden. Meine Damen und Herren, 1 Million Blöcke traveln in Minecraft in einer Session. Es beginnt jedes verdammt nochmal einzelne Schiffwrack, jede einzelne Dorf, jede Schmiede, alles, was irgendwie eine Struktur ist, Rune Portals, so wichtig. Und wisst ihr, warum ich das eigentlich alles mache? Wir werden lange Zeit mit Rune Portal Stuff rumlaufen, mit Goldrüstung, mit Gold Tools, einfach nur aus dem Grund, weil es super sexy aussieht, mit meinen wunderbaren neuen Cosmetics. Ein Traum. Zuckerrohr bringt uns, by the way, auch nichts, aber falls ihr denkt, Papier, das ist doch interessant. Tatsächlich, Papier ist sehr interessant für uns, denn Papier ist der entscheidende Trade, den wir auch heute brauchen. Ey, das ist so scuff, was ich mir schon alles überlegt habe, Leute. Geil, Suppen und Papier. Und zwar, ich erkläre nochmal ein bisschen was. Wir wollen ja auch eine Woodland Mansion finden. Wenn wir Glück haben, sehen wir die einfach so. Das wäre cool, natürlich. Aber wenn wir die nicht finden, dann müssen wir einen Kartografen hochtraden. Einen Kartografen hochzutraden ist ein bisschen komplizierter, denn der erste Trade ist immer ein Papiertrade. Oder für 7 Emeralds roundabout eine Karte kaufen. Das ist erstmal ganz interessant. Du müsstest 10-mal Papier traden oder du musst, glaube ich, 5-mal Karten kaufen ungefähr. Das geht noch relativ easy. Du kannst die Emeralds auch einfach in Booten finden. Danach kriegst du erstmal die Karte für ein Ocean-Monument und einen anderen Trade, wenn du Glück hast. Und zwar kommt dann ein Glass-Pane-Trade. Der Papier-Trade, wie auch der Karten-Trade, ist danach super scheiße, weil der dir kaum diesen Kartografen auf die nächste Stufe auflevelt. Das heißt, um den Kartografen auf die Mansion-Stufe zu bekommen, müssen wir mit Silk Touch in Dörfern Glass Paints farmen. Um den halt auf die nächste Stufe hochzuballern. Wir sind mehr oder weniger auch abhängig von Silk Touch, Diamantspitzhacken, die wir aus dem End holen müssen, damit wir eine Karte finden können, um eine Mansion zu bekommen. Und dann kommt nochmal der Punkt, in einer Mansion ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass dort halt kein Amboss ist. Also dieser Ambossraum, den musst du dann auch erstmal dort haben. By the way, es ist erlaubt zu sterben, aber toll wäre es trotzdem nicht. Alright, wir haben jetzt erstmal eine Treasure Map, das ist cool. Mann, ja, was ist denn mit euch los? Was ist denn das für eine Party, Alter? Ja, wir haben schon mal ein paar Startschwierigkeiten, aber ich glaube, am Ende wird sich die Kiste schon lohnen. Mann, Junge, Alter, wie kann man denn bitte so ein nerviger Zombie sein, ne? So, Kiste ist da. Moin, moin.
Diamonds und Essen und TNT und Eisen. Das klingt ein bisschen so wie so ein Weihnachtslied mit den Rentieren. Diamonds und TNT und Rudolf und So sah damals mein erstes Inventar auch ungefähr aus, Alter. Alright, Rune Portal Nummer 1. Unsere erste Rüstung. Am Ende nicht verkehrt. Und es passt halt eben auch zu den Cosmetics. Oh, Karotten. Gunpowder, auch wichtig. Ihr wisst vielleicht für was später. So, wir können uns natürlich auch nochmal eine andere Sache craften. Und zwar ein Feuerzeug. Das ist auch natürlich auch sehr gut. Ja, Tiere mittlerweile schlauer als ich. So, was haben wir? Oh, die weiteren. Oh, FE5. Unbreaking 2. Und ein bisschen Obsidian. Ein weiteres FNS. Mein Inventar ist, by the way, voll. Toll. Suspicious Stoop. Rotten Fleisch und Papier. So, mehr und mehr Papier. Papier ist sehr, sehr wichtig für uns. Nächster Schatz. Und wir gönnen uns ein bisschen mehr Essen. 17 Emeralds, ja, Eisengold. Geht doch ganz gut voran. So, wir brauchen am besten nochmal ein Rune Portal. Dann Obsidian. Wir müssen halt in den Nether erstmal kommen, um, ja, Blazes zu bekommen. Und wir haben ein weiteres Obsidian. Wir haben eine Prot 4 Hose. Sieht auch sick aus. Nochmal FE4 obendrauf. Ja, es passt. Wir können in den Nether. Sehr, sehr, sehr gut. So, nochmal ein weiterer Liberian. Moin, moin. Lass uns auf jeden Fall nochmal die Kollegen mitnehmen. Danke. Alright, ein paar Level. Okay, sollen wir... Ja, wir investieren die Emeralds auf jeden Fall schon mal in Brote, oder? Ja, das ist ja, sollten wir auf jeden Fall. Essen ist so wichtig. Dippen wir mal ganz kurz in Richtung des Zauberwaldes, um nur mal zu checken. Vielleicht ist da eine Woodland Mansion. Aber ansonsten würde ich jetzt in den Nether gehen. Habe ich meinen Stuff aus für Nether? Ja, oder? Nicht phänomenal, aber es ist okay. Wir haben halt nicht mal eine Spitzhacke aktuell. Jo, also ich glaube, hier gibt es keine Woodland Mansion. It's time for the Nether. Gut, es geht auf in den Nether, meine Damen und Herren. Könnte ein bisschen schwierig werden, weil wir natürlich auch waffentechnisch ein bisschen eingeschränkt sind. Aber mal sehen, was das wird. Gib mal einen halbwegs stabilen Spawn. Gib mir bitte überhaupt einen Spawn. Hallo? Minecraft, ich hab dich lieb. Und du mich auch und es ist schön. Und du hast mich auch lieb. So, wir haben eine Treasure-Bastion. Ja, aber nur leider ohne Eisenspitzhacke bringt uns... Bringt uns eine Treasure-Bastion was? Schon eigentlich, aber Treasure-Bastion ultra risky. Boah, ohne Spitzhacke hart eklig. Und ohne Schild vor allem. Bruder, ich muss gerade so sweaten. Hilfe! Digga, das ist Ancient Debris, ne? Da ist einfach Ancient Debris. Ich habe einfach Ancient Debris da freigesprengt. Ich tue einen anderen Spawner. Ich meine, wir haben 4 Stück rausgezogen. Das ist schon okay. Ganz ehrlich, ich muss zu einem anderen Spawner. Der ist mir leider viel zu scuffed. Und das Risiko, dass ich dort sterbe, ist viel zu hoch gerade. Mann, ey, okay, gib mir direkt einen Vierer. Nee, was ist das? Oh, ist das ein anstrengender. Ja, Leute, ganz, ich muss mir ganz kurz eine Fire-Resi traden, so leid es mir tut. Na, moin, Jungs, was geht ab? Also, das gibt jetzt auch nochmal ganz interessante Sachen. Strings, bringt mir das was? Also, oh mein Gott, danke schön. Ja, at least something. Oh mein, bitte drop. Ich habe sonst ein kleines Problem. Oder wie will ich denn gleich Enderman farmen, ne? Also, I mean, ich habe 7, das ist okay, aber... Ja, apropos Krampf. Alright, Alter, Bruder, wenn du nicht droppst, ne, das ist das Undankbarste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Ja, Dia-Schwert aus einer Treasure-Bastion wäre sehr wichtig. Alter, du bist der Größte. Oder wenn beide nicht droppen, es würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Ganz ehrlich, nach der Blaze, also nach den Blazes... Boah, das Risiko ist gerade so groß, dass wir sterben. Aber der Stuff könnte so rewarding sein da unten. Ich will nur die Kisten.
Wir müssen Layer um Layer gehen. Wenn da eine Spitzhacke drin ist, haben wir so einen großen Big, Big Trade. Also der kleine Vorteil ist halt auf jeden Fall, dass wir keine Goldblöcke aktuell abbauen wollen. Aber wir könnten eigentlich auch vielleicht von oben looten. Digga, ich bin Half-Dia, aber es bringt mir nichts. Aber es ist gut, aber ich brauche Tools oder Waffen. Oh mein Gott, ist das dumm. Ich bin Half-Diamond. Es ist gut. Wir haben auch Mending, aber... Es ist gut, ich will mich nicht beschweren und so, ne? Es hat sich gelohnt. Und wir haben auf jeden Fall nochmal ordentlich Gold. So, Kollege Schnürschuh, ich brauche von dir noch ein bisschen Stuff. Ey, da oben könnten auch Eisenspitzhacken drin sein, ne? Ich glaube ja, ey, Treasure-Passion ist echt eine sehr, sehr gute Sache. Und Eisenschwerter, definitiv. Also, es ist schon sinnvoll. Kurz mal ein bisschen verschätzt. Ich habe gedacht, ich habe hinter mir Safe Call so zugebaut, dass er da mir keinen Schaden machen kann. Ne? Unbreaking Schwert. Let's freaking go. Wir haben eine Waffe. Finally. Und sogar eine ganz okay Waffe. Ja, können wir direkt mal gebrauchen. Ah, Bruder, heute riskant auf jeden Fall unterwegs. Ja, aber ich würde sagen, an sich sind wir fertig mit der Bastion, Leute. Ich gehe jetzt nochmal in die Festung und hole mir nochmal ein, zwei Blaze Shots. Einfach nur mal auf... Ich gehe jetzt hier kein unnötiges Risiko ein. Ich will jetzt nicht unbedingt normal später in den Nether gehen. Der erste wird direkt droppen. Jetzt, wenn man so Half Diamond ist und so und Eisenschwert hat. Ja, ja. Direkt der erste droppt. Digga, das ist doch zum... Alright, 11 Blaze Rods. Let's go! Mission Nether war, ja, schon anstrengend. Vor allem auch so merkwürdig. So, du warst im Nether, kommst mit so Half-Dia raus. So voll der also komische Weg. Alright, Leute. 1 Stunde 49, Nether out. Es ist kein Speedrun, das ist klar. Sondern wir spielen ohne Crafting Table. Wir laufen weiter in diese Richtung. Hier in diesem Dorf gibt es erstmal nichts weiter für uns. Wir wollen jetzt Minecraft durchspielen. Also entweder finden wir durch den Runeport jetzt ein Looting 3 Schwert und ich gehe trotzdem nochmal auf Enderman. Das ist eine Option. Aber ansonsten würde ich Cleric machen. Und für den Cleric brauchen wir jetzt entweder einen Igloo oder... Wir finden eine Kirche in einem Dorf. Emeralds nehme ich gerne. So, da vorne haben wir eine Kirche. Das ist sehr gut. Da können wir unsere Enderperlen traden. Und unsere erste Enderperle kriegen wir auch von dem Kollegen gedroppt. Was hast du denn mit dem Sand vor? Ist es deiner? Erste Enderperle. Lass mal rumbrüllen. So, aber hier ist ansonsten nichts Spektakuläres, ne? Kein Armor-Typ, kein Weaponsmith oder sonst was. Nur ein Brewing-Stand. Alright, Mr. Cleric. Schöne Blume, aber bitte auch bessere Trades. Please, gib mir Enderperlen. Sei ein Gönner. So, statt Gold Trade machen wir jetzt halt 8-mal das. Also statt Glowstone Trade machen wir das. Und jetzt Enderperlen, please. Das wäre echt gut. Oh, danke. Das macht mich echt glücklich. Wir müssen uns die Chords hiervon merken. 2075 und minus 5700. Der muss da erstmal safe drin bleiben. Wir müssen nämlich jetzt nochmal ein paar mehr Emeralds erstmal umsetzen. Und das können wir in dem Dorf nicht machen, weil wir hier keinen Fletcher haben. Wir brauchen erstmal ein Fletching Table aus einem anderen Dorf. Ja, wir machen das so. Das passt schon. Wir müssen jetzt einfach auf Glück hoffen. Das war halt damals bei der Challenge damals auch so. Dorf, let's go. So, wir brauchen ein Fletching Table. Oh, das sieht nicht so gut aus. By the way, mir fällt gerade auf, wir können auch ein Mending Buch easier traden. Warum habe ich denn gesagt, dass wir Mending in der Pyramide finden müssen? Oh, ja. Wir haben... Einerseits die Schmiede. Das heißt, wir haben einen Weaponsmith. Oh, wir haben auch einen Armor Trader. Sehr gut. Ey, das Dorf ist richtig strong. Das Ding ist halt, wir haben halt zwei von den Disenchantern. Und könnten die eigentlich gerade gut nutzen, um den 3 Emeralds Eisenachs-Trade zu bekommen. Und wir haben halt auf jeden Fall den hier auch dran. Ja, wir müssen aber trotzdem erstmal weiterreisen, bis wir einen Fletcher finden. Und dann können wir hier nochmal zurück. Goldapfel. Mendinghose. Oh, das ist auch interessant. Da gäbe es einen Toolsmith, ne? Oh, sehr gut. Kartografen-Table. Sehr, sehr wichtig. Oh mein Gott, das ist richtig gut, dass wir das jetzt haben. Der wird uns später unsere Karte traden. Oh! Das habe ich ja gar nicht mehr... Oh mein Gott! Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Eine Eisenspitzhacke kann ja hier drin sein. Wie sick! Gib mir deinen Eimer! Oh mein Gott, wir haben einen. Aber leider noch kein Fletching-Table. Bruder, also guck mal, das Ding ist halt, solche Kleinigkeiten sind normalerweise in einer normalen Challenge niemals a thing. Also, dass du halt jetzt eine Stunde einem Fletching-Table suchst. Aber ich habe auch so viele Dörfer gefunden und einfach keinen gehabt. Digga, du willst mich halt auch komplett flachsen, oder? Jetzt fängt das schon an. Ja, da finden wir bestimmt ein Dorf.
Wir brauchen auch, by the way, einen Kompass, Leute. Und ein Kompass wird später auch nochmal wichtig sein. Wir laufen, by the way, auch parallel gerade schon zurück zu dem alten Dorf. Warte mal, 84 durch 2, 42. Ja, das sind auf jeden Fall nochmal 10. Also wir haben allein 10 Enderperlen durch nur das Gold eintraden. Fletcher ist deswegen gar nicht unbedingt zwangsweise notwendig, aber es wäre trotzdem ganz cool für halt den Bogen. Da vorne ist unser altes Dorf. We back. Wolle. So, 8 haben wir. Wir haben alle Enderperlen zusammen und ich würde sagen, es geht jetzt auf ins End. Ich muss kurz nachdenken, fehlt uns irgendetwas? Uns fehlt an sich aktuell ein Bogen. Ja, das kriegen wir auch noch irgendwie anders hin. Naja, schaffen wir schon irgendwie. Junge, aber kannst du keinem erzählen, dass hier kein einziger Fletcher ist, ne? Nirgendwo. Ich war locker in 10 Dörfern. Nicht ein einziger Fletcher. Nirgendwo. Kein Fletching Table. Nichts. Let's go over the jungle. So, ab geht's. Wir müssen... Das ist traurig. Unbreaking 3 Buch! Da wird da wird eine... Oh, sorry. Oh Gott. Nochmal von vorne. Digga, du bist so ein WSG-Atze, ne? Oh, das ist ja wirklich gut. Digga, ich kann es auch nicht so einfach normal weitermachen. Aber ja, Unbreaking 3 ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Und hier ist nichts. Aber Unbreaking 3 für die Lytra sehr gut. Können wir uns ja auf jeden Fall auch nochmal rantraden. Genauso wie Mending. Auch richtig stark. Kompass. Wirklich, Kompass brauchen wir normalerweise nur über Schiffwracks. Aber eben auch, ich glaube mit einer ziemlich kleinen Prozentchance auch nur, aus eben Bibliotheken, brauchen wir natürlich auch, um uns am Ende eine Mansion-Karte zu ertraden. Oh, lecker. Alright, auf geht es. Es wird Zeit, Minecraft zu spielen. Also, wir machen Sattel, legen wir nochmal ab. Die Diamonds brauchen wir jetzt auch nicht. Eisen, Gold. Wir brauchen primär auf jeden Fall eine Menge Essen. Ja, let's get some blocks. Alright, meine Damen und Herren, es wird Zeit, gegen den Enderdrachen zu kämpfen. Es hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Wir mussten uns aber auch erstmal lange Zeit equippen. Wir gehen jetzt erstmal ins End, kümmern uns um den Drachen. Ich hoffe, dass Schneebälle ausreichen werden. Und dann geht's in die Endcities. Wir brauchen auf jeden Fall eine Elytra. Und zwar nicht nur eine. Wir brauchen auch noch besseren Stuff. Wir brauchen Silk Touch Spitzhacken. Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen, boah, sowas wie Frostwalker. Würde ich auch nochmal gerne begrüßen. Das wäre schon ehrlich gesagt sehr cool. Jetzt funktioniert mit Schneebällen. Ich hatte kurz ein bisschen Angst. Aber jetzt ist erstmal der Kollege dran. Ohne Bogen. Ist auch schon das ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal ohne Bogen den Kollegen gekillt habe. Let's go. Enderdrache, it's time. Kommen Sie her, ich hab Bock auf eine Elytra. Ich brauche eine Elytra. Ich habe hier noch was vor. 24 Stunden, wahrscheinlich ein bisschen mehr, wird hier noch gelaufen. Und hoffentlich auch ein bisschen geflogen. Und du bist mein Schlüssel zum Flug. Mach's gut, Großer. Come on, Kumpel. Es fühlt sich wie komisch an, weil sich das einerseits wie eine Challenge anfühlt, aber es geht halt hier nicht primär ums Durchspielen. By the way, für YouTube-Zuschauer ist es mittlerweile 2 Uhr morgens, nur mal um einzuordnen. Es wird aber auf jeden Fall noch später. Mr. Enderdrache, es war mir ein Fest, es war mir eine Freude. GG. Nicht schlecht gemacht und so, aber heute soll es mal nicht primär um dich gehen, sondern vielmehr um, naja, ein paar andere Sachen. Die Level lasse ich mir auf jeden Fall schmecken. Und jetzt geht es aber erst einmal für uns in eine hoffentlich angenehme Dimension, in der wir schnell eine Elytra finden werden. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Also, ab geht es. Bitte, gönn mir direkt eine End-City. Also ich würde sagen, wir belieben wieder in unsere gute alte Richtung, den Süden. Wir müssen auf jeden Fall aufmerksam spielen. Jetzt bloß nicht ins Void fallen, das wäre sehr fatal. Oh mein Gott. Minecraft, ihr wisst, was ich brauche. Ihr wisst, was ich habe. Schiff, 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 Schiff. Schiff? Da, da kommt halt eins. Da, 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 da. Bitte renn da. Dann da, hinter jetzt. Da renderst du. Let's go! Oh mein Gott. Instant Elytra. Wir haben sie sehr schnell. Wir brauchen, also Leute, mitschreiben. Looting 3 Schwert für mehr Gunpowder. Silk Touch, um Glasscheiben abzubauen. Aber eben auch Ender Chest für Inventarerweiterung. Deathstrider und Frostwalker wäre interessant für Wasserüberquerung. Halt generell nochmal Dia-Rüstung, um einfach mehr auszuhalten. Und also Schuhe vor allem Feather Falling 4. Ich glaube, Feather Falling 4 würde uns auch eine Menge bringen. Gib mir Gott. The Elytra. Bitte. Bro, wir haben erstmal das. Wichtig. Ja, sieht aus wie eine Kiste aus dem Schiffwrack. Okay, also Sharpness 3, Unbreaking 3, okay. Wir brauchen jetzt wirklich das gute Loot. Wir haben viel zu wenig Raketen, um jetzt Kacke zu kassieren.
Oh mein... Digga, ich brauch wirklich... Ich brauch die Teile. Komm, Looting 3. Ist nicht verkehrt, ne? Aber... Schaden ist 4. Da ist auch nochmal eine Kiste. Bitte. Jawohl, das ist gut. Feather Falling 4 Boots, here we go. Aber bis dato das einzige Gute. Wir haben noch kein Looting. Weiß ich jetzt noch nicht so. Ja, wir werden auf jeden Fall noch weitere NCDs looten. Aber ja, halt doof, dass wir nicht so viele Raketen haben. Proj Prod 4, Sharp 4. Leider halt alles nicht das, was ich brauche. Dankeschön an Asus Republic of Gamers, dass ich unter anderem die Möglichkeit habe, eine so tolle Grafikkarte zu haben. Oh. At least krasse Kiste. Digga, es ist OP, Digga. Let's go. Come on. Eine krasse Schaufel. I mean, es ist nicht verkehrt. Zweite Elytra, sehr, sehr gut. Und wir haben... Okay, gutes Upgrade. Prod 3, Unbreaking 3, das spürt man auf jeden Fall schon, den Unterschied, denke ich mal. Okay, dritte Elytra. Mit 3 würde ich mich schon fast zufrieden geben, wenn sie mir halt Looting geben, etc. Ne? Also ich brauche auf jeden Fall Looting. Ohne Looting gehe ich keine... Das macht gar keinen Sinn, ohne Looting. Gunpowder zu farmen, finde ich. Oder ich finde nur Ressourcen, ne? Nee. Aber auch Silk Touch wäre doch einfach mal geil. Digga, was ist denn das für ein Klopper? Warum Looting 3? Smite. Oh, Deathstrider. Sollte ich schon mitnehmen, ne? Ja. Gold, würde ich auch mal sagen. Digga, wir haben 32 Dias geholt. Also vom Stuff her sieht das eigentlich sehr, sehr, sehr gut aus. Aber ich würde einerseits mal sagen, wir holen uns jetzt gleich nochmal ein paar mehr Blöcke. Man darf auch vor allem nicht vergessen, wenn ich jetzt Looting 3 zum Beispiel auf dem Goldschwert hätte, würde ich auch voll den Bow-Hustler machen. Okay, ich würde sagen, 40 Gunpowder reicht das erstmal. Oh, ne Mist, meine Render, das ist so OP, Alter. Hä? Digga, Rita, ich sehe so mies viel. Ja, Elytron Nummer 4. Jetzt erstmal eine geile Schaufel gönnen. Krankes Upgrade. Okay, da hinten ist noch eine. So, dann, Freunde. Wir haben mittlerweile echt viele Elytras, aber ich bin eigentlich mittlerweile eher auf die guten Enchantments aus. Also ohne Silk Touch und Looting würde ich ungern hier rausgehen. Ja, meanwhile finde ich halt wirklich legit nur Rüstung. Doppelkiste. Voll mit Samen. Digga, er droppt mir eine FI5. Ist halt geil, ne? Aber... Komm, Bruder. Ist mir auch egal auf Eisen. Ja, ist besser als nichts erstmal. Silk Touch trotzdem nochmal wichtig. Komm, Bruder, jetzt sei du Silk Touch. Sei du Silk Touch. Oder du. Zwei meine Spitzhacke. Bruder, er bricht Herzen, ne? Er bricht richtig Herz hier gerade. So, die wievielte Elytra ist das? Die 8. Ja, und noch eine zu Hause. Guck mal, gib mal Deathstrider Feather Falling. Boah, oder gib einfach mal. Oh mein Gott, was ein Helm. Okay, das ist das Konzentrationsproblem, was ich meinte. Es ist halt 3:30. Okay, Leute, Attention. Wir müssen jetzt erstmal ganz kurz einen Plan machen. Ich sag's nur mal sicherheitshalber für die YouTube-Zuschauer. Es ist 4 Uhr morgens mittlerweile. Ich bin seit 13 Stunden live und wir machen jetzt mal einen Equipment-Sturz. Nur mal auf die Elytren achten. Wir haben 11 Elytras. Bringt uns natürlich nicht so viel, weil wir brauchen dazu auch Mending. Wir müssen Mending-Bücher ertraden, aber eben auch einen Anvil bekommen. Und diesen Anvil bekommen wir nur über eine Wooden Mansion. Den hier brauchen wir nicht mehr. Dafür können wir jetzt ohne Probleme diesen Helm hier nehmen. Prod 4, Unbreaking 3, Respiration 3, Aqua Affinity. Haben ansonsten Prod 4, Mending, Unbreaking auf Chestplate. Prod 4, Unbreaking 3 auf der Hose. Und nochmal Feather Falling 4. Unbreaking 3, Fire Protection 2. Ansonsten hätte ich auch nochmal Frostwalker als Schuhe. Und nochmal Prod 4, Mending, Shredder. Also Schuhe technisch kann man ganz ehrlich mal festhalten. Da sind wir insane equipped. Wir können eben über den Ozean mal testen, was jetzt besser ist für uns. Frostwalker oder Deathstrider. Wir können ja leider kein Boot benutzen. Und jetzt können wir anfangen. Nach 6 Stunden Vorbereitung. Wir werden jetzt Kilometer machen. Wir werden uns jetzt ranhalten zu traveln. Wir machen jetzt hoffentlich guten Progress. Wir müssen aber auf jeden Fall nochmal zu einem Fletcher. Beim Fletcher müssen wir uns einen guten Bogen ertraden. Das heißt, wir müssen auch nochmal mehr Emeralds umsetzen. Das machen wir dann einfach mit einem Weaponsmith oder was auch immer. Das ist der Plan. Ob das alles soweit klappt, das werden wir sehen. Ja, moin, erstmal Fall. Ja, Wolski. Erstmal in die falsche Richtung. Vamos. Ein geradetes Dorf, was aber gar nicht verkehrt ist. Warte mal, warum hat denn ein geradetes Dorf braune Glasscheiben? Ist das dumm. Ich will einmal Glasscheiben traden oder ranholen. Naja, alles klar, danke dir. So, mal hier traden, würde ich sagen. So. Gold vertraden. Emeralds wichtiger. So, und jetzt brauchen wir Glasscheiben. Klingt irgendwie voll random. Hat noch nie gefühlt einer gemacht, glaube ich, in einem Dorf. Aber ja, wir brauchen sie. Imagine, was ich für deine Haustür und klaue deine Fenster. Ich glaube, wir können erstmal alles stehen und liegen lassen und erstmal weiter traveln. Und wir suchen jetzt erstmal weitere Dörfer mit Glasscheiben und vor allem mit einem Fletching Table. Wir brauchen einen Bogen, damit wir Creeper nochmal auseinandernehmen können. Leute, wir sind das alle erstmal fünfstellig, aber es geht jetzt auch erst langsam so richtig los.
Das ist ehrlich gesagt eine sehr gute Taktik. Digga, das ist insane. Digga, ich bin zu schnell für den Server. Zum Glück haben wir auch Respiration. Also so kann ich gerne durchgängig traveln. Einzige Problem an der Sache ist, ich verpasse die ganzen Schiffwracks. Oh mein Gott, wir haben ihn endlich. Den gottverdammten Fletching Table. Bruder, ich habe so lange auf dich gewartet. Damit können wir auf jeden Fall auch Looting benutzen mit dem Bogen in der Nacht für Creeper. Was sehr, sehr gut ist. So, wenn ich jetzt nicht falsch liege, können wir jetzt, wir können uns die Karte holen. Wir können zuerst ein Mansion. Das Ding ist halt, wir beginnen jetzt um 4.40 Uhr. Erstmal so richtig mit der Taktik, mit dem eigentlichen Plan. Es fühlt sich halt sehr falsch an, aber jetzt beginnt halt erst die richtige Travel-Time. Wir müssen, wenn das jetzt alles nichts wird mit der, dann brauchen wir auch wieder einen neuen Kompass, den wir in einem Schiff machen müssen. So, das ist halt richtig gönnermäßig. Danke dir, Bro. So, jetzt müssen wir die traden. Und er gönnt jetzt die Karte, die wir brauchen. Eine Woodland Explorer Map. Überhaupt erstmal so weit zu kommen, Bruder. Wir haben sie. Das ist halt für uns in diesem Fall ein großer, großer Win. Wir sind unserem Anvil ein kleines Stück näher gekommen. Oh, Woodland Mansion nach 6,5 Stunden. Das ist halt auch in Richtung Süden geht es gut, Leute. Ihr müsst beten und hoffen, dass wir dort einen Anvil haben. Sollten wir halt mehr oder weniger Pech haben und dort noch keinen haben, dann traden wir wieder ein bisschen Glass Paints. Dann müssen wir nochmal generell Emeralds umsetzen. Genau, und dann müssen wir nur noch Mending farmen. Ja, Sticks und dann eben Lecterns. Aber ihr wisst, wie es läuft. Also es geht ja nicht relativ schnell. Und dann machen wir nur noch Level 3 Raketen, weil wir mehr Gunpowder haben werden als Papier. Alright, jetzt nur noch Richtung Süden. Meine Damen und Herren, wir sind auf dem Weg. 20.000 Koordinaten, das ist eine sehr, sehr gute Strecke, eine sehr gute Technik mit der Leine und einem Delfin und Deathstrider 3. Es hat sich auf jeden Fall am Ende bewahrheitet. Es war die richtige Taktik auf jeden Fall, so das Ganze zu machen. Pyramide ist legit halt einfach einmal Tankstelle. Boah, halt jetzt ein Mending-Buch hier drin, ne? Oh, meine Damen und Herren. Die erste Woodland Mansion. Bitte, Bruder, gib mir einen Anvil. Wir brauchen einen Amboss. Okay, wenigstens haben wir jetzt stabile Rüstung, dass wir das hier alles ohne Probleme machen können. Bruder, bitte gönn mir den Anvil. Bitte gönn mir diesen blöden Schmiedenraum. Ich habe das, ich weiß nicht, wo der genau immer ist, aber ich habe das Gefühl, dass der meistens eher unten ist. Polished Endside ist da immer. Nein. Nein. Du willst mich verarschen. Digga, es ist 5 Uhr morgens und ich schreie hier gerade rum, weil hier ein verdammter Anvil ist. Du willst mich verarschen. Die einzige Möglichkeit, einen natürlich gespawnten Anvil zu bekommen. Und wir haben ihn. Einen Damaged Anvil. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Ich bin so unfassbar glücklich, dass das funktioniert, was ich gemacht habe. Dass wir das mit Glaspaints hinbekommen haben. Das kannst du keinem erzählen. Oder es ist der krasseste Fund. Und wir sind noch nicht fertig. Vielleicht gibt es noch einen zweiten. Leute, ich freue mich so sehr. 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 Glassticks mitnehmen, wenn der kaputt geht. Ich nehme so oder so Glas mit. Wir werden bestimmt noch eine zweite Mansion irgendwann holen müssen. Wenn wir Glück haben, reicht der Damaged Anvil für 4 aus. Es ist aber auch einfach ein Zeichen. 1 Million Abonnenten, dass das einfach funktioniert. Der Plan geht auf. So, Totem auf Undying ist auch da. Nehmen wir nochmal ordentlich hier was mit. Wir bauen aber noch einen Kompass, ne? Also wir müssen über Schiffwracks auch dann nochmal einen Kompass finden, damit wir das nochmal traden können. Oh mein Gott, und ne... Oh mein Gott, ja. Das ist halt mehr wert als die 2 Dia-Chestplates, was irgendwie weird ist. Aber ja, man kann in einer Mansion teilweise einfach so Dia-Rüstung finden. Was richtig krass ist, finde ich. Wir haben unseren Anvil, wir haben einen Totem, wir haben 11 Elytras und eine Menge Zeit, um zu traveln. Alright, mach's gut, Mansion. Es war mir eine Ehre, es war mir ein Vergnügen. Ein absoluter Bless, ein absoluter Traum. I guess beim nächsten Dorf müssten wir nochmal Bücher resetten für Mending. Und dann wird's natürlich ganz, ganz heiß. Dann ist nämlich entscheidend, ob wir nochmal Unraking mit drauf bekommen und wann wir eben die nächste Mansion holen. Vielen lieben Dank für die Gimbo. Oh mein Gott. Mending 18. Instant. Mending. Dieser Anvil. Wir haben so gegrindet für den. Alter, wir haben so gehasselt für diesen doofen Anvil. Bruder, wenn du jetzt nach einmal kaputt gehst. Ich bin mies traurig. Aber wenn diese Elytra Mending hat, können wir sie immer wieder aufleveln. Und wir haben eigentlich für immer wieder die Möglichkeit zu fliegen. Bitte geh nicht kaputt. Bitte gönn mir danach noch das Unbreaking 3 Buch. Es ist so wichtig. Bitte. Oh Mann. Danke, 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 danke. Wir haben eine perfekte Elytra. Eine. Wir haben zumindest eine perfekte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist der beste Anvil. Du bist der absolut beste Anvil. 5.18 Uhr. Ich dreh durch. Let's go. Oh mein fucking Gott. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Imagine, der gönnt nochmal eine komplette. Bruder, wenn er jetzt nochmal stehen bleibt, dann haben wir 2 perfekte Elytras. Dann ist hier ein ganz anderer Vibe. Bruder, wenn du jetzt nicht kaputt gehst, du bist so ein King. Anvil, bitte.
Alright, aber er hat 3 Stück ausgehalten. Er hat 3 ausgehalten. Es ist vollkommen fein. Es ist vollkommen fein. Wir werden auf den nächsten auch wieder nebenbei hunten. Dafür werden wir aber erstmal nochmal einen Kompass finden müssen. Ja, ich würde jetzt nochmal ein Mending-Buch holen auf Spare und dann, ja. So, okay. Dann holen wir uns nochmal ein weiteres Mending-Buch. Dann haben wir das auf Tasche, falls wir mal wieder einen ehrenhaften Anvil am Start haben. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich glaube, es wird erstmal schlauer sein, Unbreaking drauf zu machen. Aber dann haben wir wenigstens trotzdem nochmal einen Mending-Spare. Ich würde jetzt aber erstmal ganz gerne ein paar Kilometer machen, Leute. Und wir scheppern jetzt mal mit unserer frischen Mending-Unbreaking-Elytra los, um die ersten saftigen Kilometer zu machen. Alright, Bruder. Wenn der Ozean eine weite Strecke hat oder so, das ist optimal für uns. Guck dir mal an, was wir hier ziehen. Guck mal, was wir hier für ein krankes Tempo haben. Aber trotzdem müssen wir hier mal reinziehen. Da war Bambus im Schiff. Naja, das tut sehr im Herzen weh. Aber ab und zu werden wir das halt eh immer und immer wieder sehen. So, und das ist jetzt immer der entscheidende Punkt. Der darf halt nicht so oft passieren. Der Delfin ist halt leider auch ein kleiner Abfucker, der dann immer wieder die Leine rumschmeißt. Aber wir können froh sein, dass wir eine Leine in der Mansion gefunden haben. Vor allem, ich habe mir das überhaupt nicht vorher überlegt, ne? Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es so eine Möglichkeit gibt zu traveln. Ich muss sagen, ey, Papier kriegen wir eigentlich ganz gut dazu. So, und jetzt immer wieder mit Looting, Gunpowder mitnehmen. Wir sind zwar bei 30.000 Blöcken erst, aber das ging jetzt relativ schnell voran. Jetzt beginnt halt erst richtig die Phase, auf die wir die ganze Zeit halt hingearbeitet haben, ne? Okay, bei diesem Savannendorf muss ich jetzt aber gerade schon sagen, das ist schon verlockend. Bitte gib einen Kompass. Ja, das ist das Kartografenhaus, da gibt es halt einen Kompass oft. Let's freaking go. Wir trainen jetzt erstmal Holz. Boah, Bruder, oh mein Gott, wie viele noch einen Kompass kommen. Okay, ich glaube, das ist sogar die beste Möglichkeit, um zu farmen. Ey, wir können einfach gleich in die nächste Mansion, Leute, ne? Aber wir brauchen auf jeden Fall nochmal, wir müssen mal mehr Fletcher ranholen. Wir machen uns erstmal wieder 10-mal diesen Trade. Den habe ich auch schon ein paar Mal in Craft Tech, by the way, gemacht. Er gönnt überteuert, aber ist okay. Ich nehm's dir nicht übel, Bruder. Und er hier will jetzt erstmal unsere Glaspanes wieder haben. Aus jeder Mansion nehmen wir immer wieder welche mit. Deswegen geht das immer wieder auf. Und jetzt möchte er uns eine Woodland Explorer Map mal wieder verkaufen. Diese hat hoffentlich für uns einen neuen Anvil. Wenn die jetzt wirklich einen Anvil hat, dann insane. Dann ist wirklich, also dann, Bruder, dann ist hier wirklich andere Leben. Okay, das ist in Richtung Nordosten. Also wir müssen jetzt erstmal ein Stück zurücktraveln. Das ist halt schon ein bisschen, aber passt. Es passt schon. Alright, Woodland Mansion. Unsere zweite Woodland Mansion, meine Damen und Herren. Haben wir wieder ein unfassbares Glück und finden direkt den zweiten Anvil. Was wir sehen müssen, ist wieder der Minenraum. Gunpowder. Und, oh mein Gott. Die Diaho ist halt ernsthaft richtig gut für uns. Dann müssen wir nicht mehr mit TNT alles, also weizenmäßig wegsprengen. Aber in unserer zweiten Mansion gibt es für uns keinen Anvil. Aber wir haben Totems und wir nehmen jetzt nochmal Glas mit. Aber dann würde ich jetzt erstmal auf die erste 100.000 ballern, Leute. Dementsprechend, let's go. Wir müssen das Z wieder nach oben pushen. Wir sind 4.000 Blöcke zurückgetravelt. Ein kleiner Rückschlag, aber yo, jetzt geht's weiter. Wenn man ein bisschen hält, wird sie auf jeden Fall. Und wenn, halten wir halt eben an und trainen ein bisschen. Also basically können wir mit dieser Elytra, so wie wir sie jetzt haben, durchgängig traveln. Das ist ehrlich gesagt gar kein Problem. Was eben auch nur wichtig ist, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas sehen, mitnehmen. Damit können wir uns immer wieder Emeralds traden. Damit geht es immer wieder gut voran. Mit Boxen, Stop zum Traden, Repairen ist eine gute Taktik, auf jeden Fall. Also immer nur dann aber auch, wenn es nötig ist. Wir haben generell, finde ich, ganz gute Taktiken ausgearbeitet. Wie wir auf den Ozean traveln, ist auch richtig stark. Wir haben halt die Möglichkeit, entspannt gut zu traveln, mit aber wirklich einem insane Tempo. So, einmal auffrischen. Oh mein Gott, das ist ein Traum. Ich glaube, wir hätten auch alles dafür zusammen, um eine weitere ja, auf jeden Fall. Für die nächste Woodland Mansion haben wir alles zusammen. Willst du mal dabei sein, wie das aussieht, wenn ich für eine Woodland Mansion... Ja, das ist... Glaub mir, boah. Das ist die Spannung am Morgen, die ich brauche, um wach zu werden. Eine dritte Woodland Mansion. Oh, jetzt geht's ja los schon. Es geht schon los. Wir haben einmal 10 Karten getradet. Ja, und Glaspanes kann man in einer Woodland Mansion auch direkt sehr gut mit Silk Touch farmen. Da gibt's halt sehr große Fenster. Das hört sich an, als hättest du so ein Trauma davon. Nein, 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 nein. Ich mache das sehr gerne. In einer Woodland Mansion Glaspanes farmen, das ist cool. So, und jetzt gibt's hier die Woodland Explorer Map. Und da werden wir hingehen. So, jetzt ist wichtig, bitte zeig in Richtung Süden. Und das geht in Richtung Norden. Ich hasse es. Es ist ein Investment, was sich am Ende rentieren und lohnen wird. Oh, es wird sich bewegt. Oh, let's go. Oh, jetzt werden sich die Hände gerieben. Laut meiner Karte müsste hier eine Woodland Mansion sein. Und zwar meine dritte. Gibt es einen Raum? Weiß ich noch nicht, aber mal hoffen. Wir müssen hoffen auf das Polished Ansight. Alien war da. Ja, das ist der Alien-Raum. Ist auch cool, aber wir wollen einen anderen. Wir wollen die Schmiede.
Wir haben Leads. 2 Stück. Ja? Ja. Let's go. Delfine sind zurück. Das ist schon mal der erste kleine Erfolg. Carsten, und du bist dabei. Und wir holen uns gleich den Anvil. Come on. Wir brauchen einen Amboss. Er könnte ja auch ohne Probleme oben sein, oder? Er kann nur oben sein. Noch eine Lead. Das sind 3 Delfine. 3 Delfine. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, dass hier irgendwie keine Schmiede mehr ist. Was ist das? Das war's. Kein Anvil. Kein Anvil für uns. Ja, die dritte Mansion leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wer hat Bock mit mir ein bisschen durch die Luft zu gleiten und ein bisschen entspannt übers Leben nachzudenken, während wir mit unserer Elytra erstmal wieder die Blöcke gut machen, die wir eigentlich schon längst gut gemacht haben. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen Progress schaffen, Leute. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen ballern. Wir müssen Kilometer machen. Wir müssen plus. Die Z-Koordinate, die muss nach oben gehen. Die muss sprengen. Wir haben ja einige Pläne vor. Momentan sind wir hier am Rumstehen und reden und reden. Wir wollen unsere Z-Koordinate auf 1 Million bringen. Wir haben eine sehr, sehr krasse Mission. Wir haben die ganze Nacht durchgeballert. Wir haben nicht geschlafen, weil wir uns equipped haben, weil wir den krassesten Stuff ranholen wollten. Und das haben wir jetzt geschafft und wir sind jetzt ready, mit unseren Elytras, mit unserer Mending, Unbreaking Elytra, hier durch die Welt zu fliegen. Können sie immer wieder reparieren, was eigentlich gefühlt was Unmögliches ist. Wir haben gekämpft bis zum geht nicht mehr, um diese Voraussetzung zu schaffen, damit wir hier entspannt durch die Welt fliegen können. 1000 Abonnenten trennen uns mehr oder weniger noch davon, dass wir 1 Million auf YouTube knacken. An diesem Sonntagmorgen. 5 Leute, 5 Amigos brauchen wir noch. Na, nicht so schüchtern, nur 5. 5 Leute werden sich ja wohl finden. 999.000 Abonnenten auf YouTube. Meine Damen und Herren, wir brauchen nur noch eine dreistellige Zahl, um die magische 7-stellige Zahl endgültig am Start zu haben. Ich bin nicht bereit dazu. Ich bin Real Talk gerade nicht bereit dazu. Ich bin viel zu müde und verpennt und verplant. Um es mal ganz kurz in irgendwelchen Kontext einzureihen. Ich bin seit 19,5 Stunden live, ja. Nur mal so, um das zu erwähnen. Hallo, hallo. Das Ding ist halt, ich will mich ja auch irgendwie freuen, ne? Also ich freue mich sehr über diese 1 Million und hin und her. Und auch, dass wir halt einen geilen 24-Stunden-Stream machen und an sich die 24 Stunden auch bald vorbei sind. Aber, Bruder, wir werden halt den Stream nicht ausmachen, oder? Ich meine, ich werde doch hier noch weiter rumfliegen bis heute Nachmittag. Also bis heute Nacht gefühlt werde ich hier heute noch mit meiner Elytra und verzweifelt in irgendwelchen Mansions versuchen, einen blöden Endelraum zu finden. Aber ja, 10.36 Uhr, 200.000 Blöcke. Aber es geht noch weiter, meine Damen und Herren. Ach, Freunde, 999.941. Oh mein fucking Gott, es ist, nein, der 14.11., let's go! Leute, ich muss eine Sache, wirklich, eine Sache muss ich machen. Guckt es euch an. Eine, Bruder, wie das aussieht. Bruder, wie das aussieht. Ey Leute, ein riesen Dankeschön. Das ist insane. 1 Million Abonnenten. Wir haben's. Wo bleibt denn wir haben's geschafft. Dieses blöde Stuhl-Giveaway-P-Porridge? Bruder, wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Bruder, es ist insane. Wirklich, for real. Ey, Freunde, ein riesen Dankeschön an jeden Einzelnen. Ich bin zu müde und zu K.O. gerade, um irgendwas krass Sinnvolles zu sagen. Aber das ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Leute, wirklich ein riesen Dankeschön. Das ist so eine unfassbar große Ehre für mich. Leute, ganz viel Liebe. Und ich sag's euch halt auch ganz ehrlich so, es fühlt sich so an, als wenn es irgendwie so ein Abschluss wäre. Das ist sowas krass Positives. Ist fucking insane. Wirklich. Einfach nur danke. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Wirklich ganz viel Liebe in eure Richtung. Ich bin, um es auch nochmal so zu sagen, auch super dankbar, logischerweise. Nicht nur, dass wir jetzt einfach diese Zahl geknackt haben, sondern einfach auch, ja, was ihr mir für krasse Möglichkeiten einfach auch für mich, für mein ganzes Leben so bereitstellt. Was ihr einfach für einen riesen Impact auf alles, was mich irgendwie umgibt, einfach habt und dass ich einfach schon so eine lange Zeit diese Möglichkeit habe, das hier so machen zu können. Es ist einfach schon der absolute Wahnsinn. Es mag ja sein, dass es einerseits auch immer, yo, man zieht da durch, man geht da jeden Tag live und man hat halt irgendwie eine gewisse Dedication und macht die Dinge halt richtig zu Ende. Aber das machst du halt eben auch nur, weil du die Motivation dahinter ja auch von einer gewissen Gegenseite, von der Gegenpartei bekommst und das ist halt einfach ihr. Man hat einfach diese ständige, riesige Motivation und so viel Liebe, die einem entgegengebracht wird, schon seit Jahren. Und dafür ist man einfach so
dankbar und wirklich, da ist man einfach super, super happy drüber. Auf viele weitere Jahre, die wir gemeinsam verbringen werden, in denen wir wunderbare, tolle Content, super viele lustige, spaßige und was auch immer für Momente erleben werden, und ich kann euch da auch sicher vergewissern, die werden wir definitiv haben. Ich habe noch so viel vor mit euch und ich habe so viel Bock, wirklich krasse, nice Sachen zu machen. Und gerade so 2021, wie auch 2020, fand ich, waren so Jahre, die wir content-technisch vollkommen nochmal auf meiner Ebene revolutioniert haben. Und sich immer wieder weiter zu steigern, fand ich so, ist uns so gut gelungen und wir sind so gereift auch. Wir sind so viel besser in dem geworden, was wir machen, und sind so große Schritte gegangen, und ich möchte auf jeden Fall sowas noch weiterhin noch verfolgen. Ach ja, Leute. Sehr, sehr, sehr nice. Ganz, 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 ganz großes Dankeschön. Ultra krasser Tag für mich. Ein Tag, den ich niemals vergessen werde, und werde ich bis an mein Lebensende, werde ich mich an diesen Tag erinnern können, an dem ich meine 1 Million Abonnenten geknackt habe. Das ist ein sowas von besonderer Moment für mich. Ihr müsst auch verstehen, dass ich eben als allererstes auch mit YouTube angefangen habe. YouTube ist ja die allererste Plattform gewesen, auf der ich halt irgendwie Content erstellt habe. Und es hat für mich einen so, so dermaßen großen Stellenwert, ja, diesen riesigen Meilenstein erreicht zu haben. Aber wir werden auf jeden Fall auch noch viel, viel weiteren neuen Stuff machen. Und ich freue mich so sehr, euch mit super guten Content zu versorgen. OP-Goldapfel! Was machst du mit dem OP-Goldapfel? Naja, den sammle ich, weil der selten ist. Aber du willst ihn ja nicht verwenden, weil du eh keinen Schaden kriegst. Ja, das ist, also basically, wenn ich sterbe, dann sterbe ich auf jeden Fall mit vielen OP-Gaps im Inventar. Was machst du jetzt eigentlich? Was ist der Plan? Na, ich fliege. Ich will 1 Million auf der Z-Koordinate. Meinst du ernst, ne? Auch einer schreibt, 24 Stunden sind rum. Du bist verwundert, du dachtest so, ja, um 15 Uhr ist hier Feierabend und dann löst sich hier der Treff auf und jetzt bist du in so einer kleinen Zwickmühle oder was? Nee, ich frag nur, ich habe jetzt eh eigentlich nichts zu tun. Ich würde sonst auch nur rumpimmeln heute. Was heißt denn auch nur rumpimmeln? Willst du gerade sagen, dass ich hier Sonntag nur am Rumpimmeln bin? Ja, Basti, also, keine Ahnung. Das ist halt jetzt nichts Anspruchsvolles, sag ich mal, ne? Also nicht, dass deine Challenge scheiße ist, aber ich meine halt einfach nur, dass das halt entspannt zum Reden so. Du hast ja so viele Videos. Warte, ich will nur ganz kurz sagen, also die Challenge hier läuft seit 50 Stunden, dass ich hier so rumfliegen kann, das muss ich mir auch erstmal, also ich habe mich 9 Stunden equipped, dass ich hier das so machen kann, das war schon ein ordentlicher Hustle, da musste ich. Ja, das sag ich ja gar nicht, aber ich meine, was du gerade halt gemacht hast. Naja, naja. 1 Million, weißt du, ich knack die 1 Million, das ist hier der besonderste Stream meines Lebens. Patrick GRG nennt es Rumpimmel. Patrick, war das dein Ernst? War das dein Scheiß Ernst? Denkst du, ich fall da drauf rein? Digga, ist das bad. Ich werde nächstes Jahr 25, nicht 15, Patrick. Wir sind mittlerweile in 2021. Ja, man kann es ja probieren. Ist das scheiße. Junge, richtig noch der Alte. So. Okay, let's go. Patrick, warum hast du ein Soundboard? Wer bist du? Hast du ein TeamSpeak Soundboard? Ja, du hast ein TeamSpeak Soundboard. Ach, Patrick, das ist ein schöner Abend hier mit dir. Abend? Du kommst selber gar nicht mehr drauf klar, was jetzt eigentlich abgeht. Patrick GHG, wir sind kurz davor, die 500.000er Marke zu knacken. 500.000 Blöcke sind wir getravelt nach 16,5 Stunden. Wir haben es 17.10 Uhr. Ich streame seit 26 Stunden, 6 Minuten. Basti! Moin! Du lebst noch? Ich lebe noch. Ey, an der Stelle Big Clap für die 500.000! Let's go! 500.000! Irgendwann ist es 1 Million! Ich wollte nur mal ganz kurz mal noch Hallo sagen. Unten wartet jemand auf mich. Ich habe noch ein Gespräch mit alten Bekannten zu führen. Ich hole die ganzen alten Arzten mal ran. Ja, vielleicht hören wir uns nachher nochmal, ja? Wir hören uns. Und sag liebe Grüße. Mach ich. Leute, meine Damen und Herren, einen kräftigen Applaus for the one and only, the living legend, Schmocki. Schmocki. Schmocki! Hallo? Hallo? Hast du gerade probiert, mit mir zu reden? Ich habe gerade probiert, mit dir zu reden. Du bist mir eine Riesenhilfe gerade. Also es ist so krass, wenn ich mit jemandem rede, dann... Geht die Zeit schneller vorbei. Ja, es ist so viel angenehmer, for real. Ja, Bruder, aber es gibt ein Problem. Dass du gehen willst. Ich will nicht gehen. Bruder, ich weiß, alles gut. Ich bin dir dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bleib noch bis 600k. Bruder, das ist in 300 Blöcken. Das ist halt so, als wenn du sagst, ich gehe erst in 20 Sekunden. Ich würde auch später wieder zurückkommen, wenn du Bock hast. Wir können gerne noch was spielen später. Bruder, for real, wenn ich das jetzt fertig habe, denkst du, dass ich danach dann sage, okay, zack, geil, ich habe 32 Stunden das gemacht, in eine Richtung geflogen. Ja, jetzt gönne ich mir mal mit Schmocki ein schönes Duo-Koop-Game. 600k, meine Damen und Herren.
Okay, aber dann lad mich mal die Tage wieder ein, damit wir mal wieder was spielen zusammen, ja? Ja, sehr, sehr gerne. Pass auf dich auf, Tschu-tschu. Tschüss. Ach, Schmocko. Schmocko ist eine kleine Maus. Das waren Patrick und Schmocki, zwei Amigos, die mich ja eine lange, lange Zeit, also immer noch, ja, begleitet haben, aber so einen krassen Impact auf mich hatten und ja, eben früher am Start waren. Und finde ich dann doch auch relativ wichtig, in diesem besonderen Stream, in meinem 1-Million-Abonnenten-Stream, irgendwie nochmal mit zu verewigen. Yo! Für die 600.000! Let's go! Nice, jetzt alle 100.000 mal so kurz rein. Ja, jetzt bin ich aber da. Jetzt, ich habe mit Patrick und mit Schmocki jetzt geredet und jetzt, ich brauche Leute, mit denen ich reden kann. Ansonsten drehe ich durch. Wie ist dein Wohlbefinden? Besser als vor ein paar Stunden auf jeden Fall. Ich darf mich nicht so sehr darauf konzentrieren, wie es mir eigentlich geht. Sprechen ist eine sehr, sehr gute Ablenkung auf jeden Fall. Ich bin jetzt gleich 28 Stunden live. Oh Gott. Und ja, es geht eigentlich ziemlich gut voran. Also ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Unsere Menschen, die wir angeguckt haben, war die letzte, die ich noch gesehen habe. Oh. Und ich habe keine Zufällige mehr gefunden, aber ich spiele die ganze Zeit mit zwei Elytras halt. Und es geht eigentlich. Eigentlich ist es soweit. Ich habe nur darauf gewartet. Meine Damen und Herren, es ist 20:02 Uhr, 19 Stunden und 17 Minuten. Ich bin seit 28 Stunden und 58 Minuten live. Wir erreichen die 70% Marke. Wir haben verdammt nochmal 700.000 Blöcke geschafft. Ich kann nicht mehr, aber ich mach weiter und weiter. Wir steuern auf die 800.000 zu. Danach sind es nur noch 200.000 to go. Und wenn wir dann erstmal 900.000 sind, dann erledigt sich das von allein. For real. Jetzt heißt es nur noch durchballern. Ich kann, was ich jetzt auch nicht vergessen darf, ich habe noch 9 andere Elytras dabei, die ich einfach mal alle usen kann. Als ich heute bei 150.000 Blöcken war, ne, habe ich mich schon so leer gefühlt. Keine Ahnung, wir haben jetzt einfach halt durchgezogen. Ne? Wir haben einfach durchgezogen. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Das hat so lange gedauert, an diesen Punkt zu kommen. Ich bin so müde. Ich habe einfach die Nacht durchgemacht. Alright, meine Damen und Herren. Ich bin bereit, die 800.000er Marke zu betreten. Danach sind es nicht mal mehr 200.000 Blöcke, die wir traveln müssen. Alles noch im machbaren Bereich. 800.000! Nur noch 200.000 to go. Leute, ich habe halt wirklich überlegt, ist das alles irgendwie nicht übertrieben? Leute haben mir gesagt, dass das viel zu übertrieben ist, dass ich ja niemals so viel Zeit in diese eine Aktion hineinwerfen werde. Und das sagen so oft Leute, auch bei Level Border, bei so vielen Challenges, bei so vielen Projekten, immer wieder ist es zu viel. Ich übernehme mich, es ist ja eigentlich vollkommen übertrieben und warum tue ich mir das an? Ich will euch einfach auch mal zeigen, ich meine das ernst, wenn ich sage, ich möchte besonderen Content machen, der außergewöhnlich ist, dann ist das auch so gemeint, dass ich am Ende euch was präsentieren möchte, was am Ende sehenswert ist und was man auf jeden Fall für die Ewigkeit in Erinnerung auch behalten lassen kann. Wir durchbrechen die letzte 100.000er Marke, aber das alles war halt einfach nur auch möglich durch diesen einen Lucky Punch, dass wir es geschafft haben, ein Anvil in unserer Schmiede ranzuholen. Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir das niemals, nie und nimmer in dieser Zeit geschafft, weil wir hätten unsere Elytras so viel früher verloren. Es wäre alles kaputt gegangen, es wäre eine Katastrophe eigentlich gewesen. Aber so ist es in eine komplett andere Richtung gegangen. Meine Damen und Herren, wir sind auf der letzten 100.000er. Wir sind auf Ebene 900.000. 100.000 Blöcke, nicht einmal mehr. 99.000 irgendwas to go, um das hier heute zu finishen. Basti. Mach keine halben Sachen, Cast. Nee, das hast du heute, glaube ich, ein für alle Mal bewiesen. 967.000. Um 23.56 Uhr. Ich bin 32 Stunden und 52 Minuten online. Mein 1-Million Abonnenten-Stream, Special Stream, geht langsam zu Ende. Wir befinden uns jetzt in dieser Welt seit 23 Stunden. Wir haben uns eine Aufgabe gestellt, die extrem ist. Sehr, sehr extrem. Aber ich habe mein Wort gehalten und habe bis zum Schluss daran believed, dass wir das schaffen können. Dass es viel Ausdauer und Kraft kosten wird, war mir klar. Eine Menge Kopfschmerzen. Ich habe eine Nacht durchgemacht. Ich habe nicht geschlafen. Ich bin total müde. Aber ich bin euch auch auf jeden Fall super, super dankbar für das, was ich mit euch erleben konnte, was ich mit euch erreichen konnte, dass wir diese 1-Million-Marke geknackt haben und dass mir das so viel bedeutet, zeige ich auch in Form von dieser gesamten Aktion. In 30.000 Blöcken sind wir bei der 1-Million-Koordinate. Und wer sich nicht so wirklich vorstellen kann, wie lange es dauert, das ist der Wahnsinn. Und dann stell dir nochmal ganz kurz vor, mach das Ganze ohne einen Crafting-Table. Wir haben kein einziges Mal ein Crafting-Table verwendet. Wir haben von Stunde 1 einfach daran beliebt und haben gesagt, wir ziehen durch und wir haben durchgezogen. XXL, 1 Million Abonnenten, Mission das Unmögliche. Das ist komplett surreal und eine absolute Meisteraufgabe, der wir uns hier heute gestellt haben, ohne Crafting Table. Wie 2018, zum Release der 1.13. Ein paar Jahre später sitzen wir jetzt hier mit 1 Million Abonnenten und traveln 1 Million Blöcke. Für jeden einzelnen Abonnenten einen einzigen Block. Ey, ich bin so am Ende. Ich bin so an meinem Limit.
von allen Biomen, die hier sein können, of course. Mich würde es nicht wundern, wenn genau bei 1 Million eine Menschen auf uns wartet. Meine Damen und Herren, welches Biom erwartet uns bei der 1-Millionen-Grenze? Tja, falls ihr mal ein langweiliges Wochenende habt und nicht wisst, was ihr tun sollt, ich empfehle euch mal, lauft mal ohne ein Crafting-Table zu benutzen, 1 Million Blöcke in eine Richtung. Allium. Meine Damen und Herren, wir nähern uns dem Ziel unserer Reise. Wir haben es in unter 24 Stunden geschafft, so wie ich mir das auch eigentlich vorgestellt habe. Am Ende wurde es der wohl krasseste Livestream meiner gesamten Karriere. Über 33 Stunden schlaflos, aber mit einer Menge Spaß, mit einer Menge Freude, haben wir in diesem Stream die 1 Million Abonnentenmarke geknackt, aber unter anderem auch eine Aufgabe bewältigt, bei der ich normalerweise gedacht hätte, das mache ich niemals heute noch komplett in diesem Stream. Ich sag's ganz simpel. Wir haben etwas geschafft, was mit sehr viel Ausdauer, mit Disziplin, aber auch mit einer Menge Ehrgeiz zu tun hatte. Und diesen Ehrgeiz wurde am Ende belohnt. 1 Million Blöcke sind wir gelaufen, ohne ein einziges Mal ein Crafting Table zu benutzen. Alles, was wir irgendwie rangeholt haben, haben wir maximal im 2x2 Crafting Feld gemacht oder irgendwie gelootet und haben es geschafft, in unter 24 Stunden diese 1 Million Blöcke Distanz zu traveln. Haben über eine Mansion einen Envel rangeholt, was mit so viel Glück zu tun hatte, und haben es am Ende geschafft, erfolgreich diese Aufgabe zu bewältigen. Ich bin dran geblieben. Ich danke euch, dass ihr auch dran geblieben seid. Danke, dass ihr mir diesen Traum von 1 Million Abonnenten ermöglicht habt. Ganz viel Liebe in eure Richtung. Und dann, ja, auf eine schöne weitere Zeit. Aber jetzt gehe ich erstmal schlafen. Gute Nacht.